Govindasana ist die Kuhhirtenstellung. Judith zeigt, wie es geht. Vom Langsitz ausgehend kreuze die Oberschenkel und gib einen Fuß an die Außenseite des Gesäßes und den anderen Fuß an die Außenseite des anderen Gesäßes. Die Knie sind in etwa übereinander. Dann gib die Hände entweder auf das Knie und entweder Handflächen unten oder falte die Hände. Oder wenn dein Knie weit genug unten ist, kannst du auch die Hände falten und auf den Oberschenkel geben und die Handflächen nach oben. Dieses Govindasana, auch genannt Dhenukasana, die Kuhhirtenstellung, auch genannt Gomukhasana, eben die Kuhmaulstellung.